Als ich noch jung war, war Robin Hood ein Star. Es gab Filme und Sets von Lego, das war klar. Aber dann wollte niemand mehr diesen schauen und darum konnte man ihn auch nicht mehr bauen. Nach 34 Jahren hatte Lego ein Erbarmen und es schenkte es für 150 Euro Sets uns Armen. Liebe Steinerfreunde, willkommen Steinermeister aus dem Herzen Schweiz, aus dem wunderschönen Städten Zofingen. Und jetzt geht es los für Pavos. Es wird nämlich großartig. Ich werde euch nicht nur diese Sets zeigen und diese bauen, sondern ihr könnt auch schauen und den Unterschied sehen von früher auf heute von Lego. Wie hat sich Lego entwickelt? Und drittens wird es noch, und das ist ganz noch beglückt, aus Goodies vom Ganzen. Ich werde euch noch Tipps geben, wenn ihr so ein Gratis-Produkt kaufen wollt, was ihr da beachten solltet und wenn ihr ein altes Set kauft, wie viel das überhaupt wert ist. Ja, das kommt gleich nach dem Intro. Los! Schön seid ihr da geblieben. Ja, und jetzt werden wir starten. Ich kann es nicht erwarten. Ich finde es großartig. Ich finde es cool. Das ist doch eine Bombe. Ich habe mich so gefreut, auf das Set kam und habe gesagt, ich muss da zuschlagen. Ich muss da zuschlagen. Und ich habe es mir gegönnt und gekauft. Natürlich nicht gekauft. Ich habe ein anderes Set gekauft und dann habe ich es erhalten. Gratis. Aber Lego hat mich einfach genommen. Dieses alte Set habe ich letztes Jahr gekauft und ob dieses Set sich besser bauen lässt oder dieses Set und was der Unterschied ist, seht ihr gleich, nachdem ich jetzt euch das Bauvideo zeige. Ja, wie immer natürlich im Schnellspeed-Tempo und kommentiert vom Steinermeister höchstpersönlich. Jetzt geht das Duell los. Dieses gegen dieses. Welches wird gewinnen? Los. Und jetzt machen wir die Tüten auf und schauen uns natürlich, was drinnen sind. Sind Steine so verpackt, kein Problem. Und die Anleitung, wie früher, natürlich, das wird ein Fest, das zu bauen. Und dann wird die Grundplatten gesetzt und die Steine drauf gesetzt. Leider in schwarz und viele Formteile, darum kommt man sehr schnell vorwärts. Aber sieht doch auch cool aus, so eckig, früher gab es halt die Runden nicht. Und dann die Figürchen dazu, die sind auch super, die wurden schön hergestellt, zwei verschiedene Farben. Und nach oben geht es, das Grau von früher natürlich. Ich finde das heutige Grau besser, aber das muss jeder selber wissen. Und dann bauen wir es nach oben und schauen, wie die Äste da befestigt werden. Und ich habe mich ein bisschen verbaut, aber das habe ich schnell korrigiert. Und schon ist das Ganze hinterlegt und die Blätter sind befestigt, einfach mit Platten. Und dann kommt schon das Dach drauf und das sieht doch wunderbar aus mit der Liane und so weiter. Ja, das ist ein Fest, wunderbar. Und schon kommen wir zum neuen Set. Die Schachtel aufgemacht, legt leider Plastiktüte, keine Kartontüte, Papiertüte, so wie es in der Anleitung geheißen hat. Das könnte sein, das müssen wir machen. Die Minifiguren schnell aufgebaut und hinterlegt. Auch die Zieltafel schön hinterlegt. Und dann geht das Ganze in rund weiter. Das ist verrundet jetzt, nicht mehr eckig, sondern rund gemacht. Hat ein bisschen mehr Details, ein paar mehr Steine, das hinaufzubauen. Braucht ein bisschen länger, das Ganze zu hinterlegen. Aber auch cool, auf der Seite kann man ein Speer reintun. Reiter nicht in braun, sondern in grau. Und es hat eine Leiter, wo man nach oben kommen kann. Das hat sich verbessert, weil das hat gefehlt. Und man kann die Dinge auch reintun, weil es überall Noppen hat. Und dann kommt schon vorne das ganze Dach mit Fliesen. Und dann wird das ganze, der ganze Baum noch fertig gebaut, der Baum hinterlegt und schon ist es fertig. Ja, cool. Super, super. Ihr seid immer noch da. Ich finde es wunderbar. Ja, und ich finde diese Teile so cool. Diese zwei. Und wir gehen gleich los und ich werde euch ein bisschen zeigen, wie sich Lego entwickelt hat. Was wurde aus Lego anders? Ja. Wie hat sich Lego von 1988 angefühlt? 2022. Ich kenne das noch. Ich war 14 Jahre. Ha. Ja. Ich habe leider dieses Set nicht gehabt, weil Ritter, da war ich schon zu alt. Und heute ist so, Lego sagt, Ritter ab 18 Jahre. Oh, war ich ja zu jung, war ich 14 Jahre. Ja, es ist einfach Erwachsene. Kindheitserinnerungen, Marketing. Viel
von Lego ist Marketing heute. Natürlich früher auch, aber früher war es für Kinder, gab es Ritter, heute gibt es nur für Erwachsene. Aber Kinder, keine Angst, ihr könnt das auch aufbauen. Also es ist kein Problem, das aufzubauen. Nein, das ist kein Problem, das könnt ihr alle. Und es geht viel einfacher als früher, weil, das komme ich dann gleich zur Anleitung, die ist ein bisschen komplizierter, aber egal. Bleiben wir noch hier. Hier auf dem seht ihr hinten dran, da gibt es einfach die Information zum Set, wie es aussieht und so weiter. Früher war es so, dass man dieses Set hier auch noch anders bauen konnte. Da gab es einfach Bilder zum Anregen. Also, heute sagt Lego, dieses Set ist für Erwachsene und der stellt ihr auf in ein Regal. Und dann Display und dann können die Leute schauen und sagen, super. Oder ihr macht die gar nicht die Tüte auf, sondern ihr macht die Tüte einfach zu und ist, dann ist Ruhe und dann hält ihr das bei euch und dann macht ihr das in 10 Jahren nicht auf, sondern verkauft es dann zu einem höheren Preis. Das ist heute Lego. Früher war das anders. Früher war Bauspaß pur, verschiedene Dinge und so weiter. Kommt dann wieder noch zum Bauspaß. Ja, ich habe es euch gezeigt. Zum Bau beide gleich gut. Der große Unterschied ist, die Klemmkraft hier ist höher als hier. Hier ist entspannter. Hier muss man schon ein bisschen drücken. Aber das war als Kind auch so. Es gab keine Teiletrenner. Jetzt heute schon. Und früher gab es keine. Und ein Teiltrenner hat hier gefehlt, glaube ich. Ja, hat hier auch gefehlt. Ich glaube. Ich habe keinen Teiltrenner gesehen. Nein. Ich glaube. Nein. Verrückt. Aber es hat auch. Braucht er keinen Teiltrenner. Nein. Hier hätte ich einen gebraucht, vielleicht. Und das war dann, früher nahm man dann auf die Zähne. Darum waren die Steine, muss man aufpassen, wenn man alte Sets kauft und so weiter, von Kindern, die sind meistens, haben die dann ein bisschen Risse drin. Dann Zähne. Ja. Die Anleitung, natürlich früher. 23 Schritte, seid ihr durch. Und Anleitung, einfach das, was ihr bauen müsst. Und zwischendurch gab es noch ein bisschen Hilfestellungen, aber ansonsten nichts, gar nichts. Aber schönes Gelb. Hinter dran. Die neue Anleitung, viel dicker, viel dünner, es hat 54 Bauschritte, nein 51, hat aber doppelte, grau und schlecht. Grau, sieht so komisch aus. Ja, früher war es einfach farbiger. Grau, das ist doch nicht Kinder, aber es ist für Erwachsene. Es geht ja auch gut, ich habe es nicht in schwarz gemacht, wäre noch verrückt. Und hinter dran, die Anleitung kam schon so, hatte schon drin. Das hat schon Probleme, das kann man das Set schon nicht so teuer verkaufen, meint das nicht, aber ich will es ja nicht verkaufen, ich will es ja bauen. Ja, ihr könnt es ja auch hier schauen. Kommen wir weiter zum weiteren Punkt von diesen Sets. Die Steinefarbe. Die Steinefarbe ist unterschiedlich. Ich kann es hier euch zeigen. Diese Farbe hier ist, ich kann es nur zeigen, hier auf der Seite, hat diese Farbe und wenn ich diese hier reinnehme, so, dann seht ihr das Grau, das ist so ein dunkles Grau. Ist ja nicht das Dunkelgrau, das es heute gibt, aber es ist halt so ein bisschen komisch, auch innen dran. Ja, das Grau ist keine schöne Farbe. Ich finde das Grau heute schöner. Was ich aber schöner finde, ist das Braun. Ich weiß nicht. Mir gefällt das Braun hier besser. Das ist so rötlich und das ist braun. Ja, aber egal. Ist halt so. Was auch heute halt so ist, meistens erhält ihr Kleber. Die Farbseuche haben wir hier alles nicht. Wir haben keine Kleber. So sollte es sein, Lego. Ist halt ein altes Set und haben gesagt, machen wir nicht verschiedene Farben rein, machen wir auch keine Kleber drauf, weil die Erwachsenen wollten ja wie früher, dass das alles bedruckt ist. Das geht doch. Hier haben wir, ja das da, der Pilz. Hier haben wir alles beklebte Steine. Und wenn man da, muss man sagen, diese halten nicht mehr so gut. Das, so. Dann sieht man, es hat Kleber und die Schilder. Oh, die Schilder. Da habe ich ein Schild, das ist gerade. Und das muss ich hier noch. Die Schilder sind einfach auch bedruckt auf beiden. Und das finde ich super. Finde ich wirklich toll. Gemacht. Ich muss das jetzt noch gerade ziehen. Heieie. Das geht ja nicht. Bin ich da rangekommen und was cool ist, bei diesen hat es noch Lianen. Und da kann man
eine Figur drauf tun und dann kann die da schweben. Das finde ich auch super. Was beim jetzigen neuen Set besser ist, ist natürlich die Rundungen, weil hier waren es von Vorteile. Dann hier, dass man hier eine Leiter hat und man kann jetzt diese hier einfach reintun und die kann man befestigen. Früher bei diesem Set hier, jetzt muss ich schon mal schauen, hier habe ich die einfach, das geht nicht außer hier, aber hier steht ja eine Figur. Das hat man best gelöst. Das ist wegen dem, weil es Formteile hat. Und apropos Formteile ist halt das Ganze so, dass das weniger Teile hat dieses und darum ist dieses weniger wert als dieses. Natürlich, wenn man es in einer Originalschachtel hat, ist das viel, viel mehr wert. Ich sage euch gerade den Preis. Also, ich muss da ein bisschen nachschauen. Also, dieses Set hier ist 17,50, 201 Teile, was ich gesehen habe. Das ist 24,99, also 25 Euro, hat 258 Teile. Wenn man dies mit der Originalschachtel hat, erhält man neu 340 Euro, wenn es jemand zahlt. Wenn es noch gebraucht ist, dann ist das Ganze für etwa 75 Euro zu erhalten. Der Teilepreis aber ist 120 Euro. Das ist also besser, wenn man dieses Set eigentlich die Teile verkauft und nicht das Ding. Ich habe das Set für 55 Schweizer Franken erhalten. Gebraucht, Teile komplett, Original, Anleitung und es hieß auch noch drauf, das sei alles gewaschen worden und so weiter. Ich danke gerne Ogello, der das hinterlegt hat. Ja, habe ich einer großen Ausstellung gelernt. Die Ersatzteile, die man hält, hier nur ein Speer in Braun statt in Grau und hier hat man noch zusätzlich ja, ein Schwert und dann ein bisschen Kleinteile. Das gibt es, aber sonst nicht viele Ersatzteile und eben dieser hier auf der Seite, der ist auch in Grau und der ist in Braun. Kann man jetzt sagen, was besser ist? Mir passt jetzt besser das Braune, weil das war ja im Wald, das sind die Forest Men, das war auch Robin Hood. Und das zeigen wir dann gleich, warum Robin Hood. Und der ist in Braun und der ist in Grau. Braun finde ich besser. Hat hier auch zwei alte, schöne Bäume. Hier hat es nur noch ein Bäumchen gehabt. Warum? Dafür gibt es eine Pilz und der Pilz sieht einfach besser aus, haben gesagt, nein, der Platz war, hier ist eine runde Scheibe, hier ist alles eckig. Hier ist alles rund, hier eckig, hier hat es viel mehr Teile. Das ist wegen dem und darum mehr Preis, das ist dann so gemacht mit runden Teilen, dann hier vom Fahrrad Lenker und dann kommt das hier rein. Und hier wurde es einfach mit ein paar Teilen draufgetan und das hält auch, ich weiß nicht, was euch besser gefällt von diesen, ob es eckig oder das runde. Das Runde muss auch ins Eckige, das Eckige ins Runde, ich weiß nicht. Das könnt ihr gleich auch reinschreiben, Kommentar. Welche gefällt euch besser und würdet ihr das alte kaufen? Aber 340 Euro im Originalverpackung nicht kaufen, viel zu teuer, der kauft gebraucht. Das, wenn ihr das natürlich auf die Seite stellen wollt, klar. Die Figuren, haben wir den letzten Unterschied, die Figuren. Die Figuren habe ich nebendran hingelegt und hingestellt. Ihr seht links, also diese, das sind die neuen, alte, neu, alt. Frau, vielleicht ist es auch eine Frau gewesen und die hatten einfach die Haare nicht. Und es gab die anderen Haare da, die komischen und so weiter, aber haben sie nicht gemacht. Der hat ein grünes und der hat einen braunen. Man hat dann hier, gut, das finde ich cool, mit rot statt gelb. Diese, der hat ein weißer, ein gelber und der hat einen roter. Was der große Unterschied ist, dass hinten dran die neuen Figuren natürlich bedruckt haben und die Gesichter sind natürlich so schöner. Was aber früher besser war, diese Figur ist nicht die gleiche wie diese. Der hat den gleichen Torso wie der, die zwei. Der natürlich anders. Und das ist diese Differenzierung und das finde ich einfach cool, wenn es da gibt, da hat Lego, ich weiß auch nicht, wieder gespart und gesagt, ja, nein, wir machen da nicht eine grüne, sondern wir machen den gleichen, dann gleiche Torso, dann können wir Geld sparen. Ich weiß nicht.
ob das so ist, aber hätte man besser machen können. Ja, das ist der große Unterschied. Also, ich habe euch gezeigt, die Klemmkraft viel besser, die Teile, die schwarz wie heute, grau weniger gut, braun finde ich besser, mehr Spielspaß, Liane, hier hat es dafür einen Leiter, das ist auch cool, man kann beides öffnen und man kann spielen und man kann hier auch viel erleben. Und es gibt hier noch zusätzlich Blumen und so weiter, darum gibt es hier viel mehr Teile. Darum ist dieses Set auch teurer als dieses. Dieses hier vorne fließen, damit sie fließen. Hier auch die Noppen, damit die genoppt sind. Ich finde die Noppen besser, weil das sieht doch noch cool aus. Da passt doch. Muss doch nicht gefließt sein. So. Sieht doch früh gut aus. Und natürlich die Anleitung. Entspanntes Bauen. Hier muss man schauen. Ja, das ist so. Ich habe noch etwas vergessen natürlich. Noch der dritte Tipp. Wenn ihr also so ein Gratis-Set wollt, dann gibt es einen großen Tipp. Und dieser Tipp heißt, kauft ein Set, das es nur bei Lego gibt. Weil die anderen Sets werden immer rabattiert. Wenn ihr seht, Lego-Set, besten End of Life. Besten End of Life, ein erwachsenes Set und so weiter, wo nicht rabattiert ist und so weiter. Und dann könnt ihr nichts falsch machen. Dann habt ihr auch dort bei diesen teuren Sets dann einen Rabatt. Bei den anderen erhält ihr Rabatt und dann sagt ihr, ist mir das dann wert? Also kein Lego und Friends Set kaufen sich die Sets. Kaufen ja. Auch wenn die Friends Sets besser sind als die Lego City Sets heute. Ich meine Meinung. Ist egal. Was noch zusätzlich ist, wenn ihr schauen möchtet und ein altes Set kauft, kauft es gebraucht, gewaschen und so weiter. Schaut dort gewisse Dinge, Rezensionen, ihr findet das, bei der Schweiz ist das Ricardo und so weiter, wird ganz vieles Set und ihr findet eine Seite, es ist mybricks.net und bei mybricks.net könnt ihr schauen, wie teuer das Set etwa ist, wenn es gebraucht ist und wenn es in der Originalverpackung ist. Und dann könnt ihr auch schauen, ist das etwa wert. Damit habe ich geschlossen, ich bin mit meinen Redenschwafeln fast durch. Muss jetzt dann noch ein bisschen etwas für die Stimme machen. Ja, das hat mich jetzt gereizt, dieses Set euch vorzustellen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Kommentare, Likes. Ich freue mich, wenn ihr weiterschauen könnt. Es hat natürlich immer Videos, wo ihr da weitergehen könnt. Und ich werde euch dann in der nächsten Zukunft natürlich das größte Set, das ich je gebaut habe. Das größte Modularhaus mit verschiedenen Dingen. 48x48 Platten. Wird wunderbar. Es wird ein neuer Star. Ich freue mich. Werde ich euch auf diesem Kanal zeigen. Die neue Serie startet bald, aber es gibt noch Videos. Und damit habe ich fertig. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und munter und habt Spaß am Bauen und am Schauen. Am besten auf meinen Kanal abonnieren nicht vergessen. Tschüss zusammen.